Vor ihrer Aufnahme ins neue Lager mussten alle einen Coronavirus-Schnelltest machen. Dabei ist bei 7 Flüchtlingen das Virus entdeckt worden, berichtet der Sender unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Alle 7 sind zur Isolation in einen abgelegenen Teil des Zeltlagers von Kara Tepe gebracht worden. Die Lage auf der Insel ist auch am Sonntag höchst angespannt. Mehrere tausende Migranten harren auf den Straßen aus. Es könnte Wochen dauern, bis nach dem Brand am vergangenen Mittwoch alle Menschen wieder ein Dach über den Kopf bekommen. Die Behörden suchen nach weiteren Orten, wo Zeltlager eingerichtet werden könnten. Zahlreiche Migranten fordern, nach Westeuropa weiterziehen zu dürfen. Im Laufe des Samstags ist es immer wieder zu spontanen Demonstrationen und in Folge auch zu Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und Polizei gekommen. Migranten werfen mit Steinen, die Polizei setzt Tränengas ein. Das Flüchtlingslager Moria ist nach Unruhen und Brandstiftungen fast völlig abgebrannt. Über Nacht wurden dadurch etwa 12.000 Menschen obdachlos. In Österreich mehren sich die Stimmen, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Stadt Innsbruck hat ihr Angebot erneuert, Flüchtlinge aus dem abgebrannten griechischen Auffanglager Moria aufzunehmen. Gesundheitsminister Anschober bezeichnet indessen die Soforthilfe der Regierung mit der Lieferung von 400 Unterkünften für 2.000 Menschen und den Ausbau der Krisenhilfe vor Ort insgesamt durch die Verdoppelung des Auslandskatastrophenfonds als erste Teilerfolge.